Ja, da haben wir ja schon wieder Montag. Ein bisschen schnell für meinen Geschmack. Das Wochenende verging wirklich schnell. Aber wir haben ja auch nur eine kurze Woche, ne? Donnerstag, Vatertag. Vielleicht ja sogar Freitag frei. Man weiß es nicht. Man spekuliert. Aber ihr wisst ja, wie das ist so mit der Planung und so. Lieber nicht vorher planen. Ja, meine Tour habt ihr gesehen. Bad Arolsen habe ich vorhin gemacht. Meine Pause schon hinter mir, bin jetzt auf dem Weg nach Schwandorf. Da habe ich so ein bisschen mulmiges Gefühl heute. Ich weiß auch nicht. Ich weiß eigentlich, dass sie bis 15.30 Uhr Warnannahme haben. Also entweder bin ich da immer morgens früh so zwischen 8 und 10 oder so gegen Mittag zwischen 1 und 2. Jetzt habe ich aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr auf dieses Schild geguckt. Da hat sich einiges geändert. Die Warnannahme ist an einer anderen Stelle. Andere Warenannehmer. Dann haben sich ja noch so zwei, drei Regeln geändert. Ich hoffe nur, die haben die Warenannahmezeit nicht geändert. 15.30 Uhr bin ich da. Also müsste ich eigentlich regulär noch in der normalen Zeit da sein. Und dann müsste ich so um 15.45 Uhr, 15.30 Uhr da abgeladen sein. Dann kann ich mir noch eine Stunde Richtung Hockenheim fahren. Und morgen dann auch Grumbach. Dann ist die Tour durch. Dann könnte man es sogar schaffen, morgen Abend noch auf dem Platz zu sein. Aber in Hockenheim kriege ich auch noch vier Reifen. Da habe ich noch so viel Ladefläche frei, dass ich mal denke, da kommt sowieso noch was zu. Aber halb so wild. Dann komme ich Mittwoch auf den Platz an, dann brauche ich Mittwoch keinen Hof den Schienen. Das wäre schön. Schön war auch das Wetter gestern. Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben die Mütter auf Muttertag aber richtig schönes Wetter gehabt. 28 Grad, strahlender Sonnenschein bei uns in Schwerte. Perfekt. Nach dem ganzen Mistwetter die letzten Wochen war das mal richtig schön. Wir haben das auch direkt ausgenutzt. Also wir waren natürlich eingeladen bei Evelyns Mama zum Muttertag. Und wenn Evelyns Eltern einladen, dann gibt es immer reichlich und viel zu essen. Es fing an mit Kuchen essen und Kaffee trinken. Und gegen Abend haben wir dann natürlich das schöne Wetter genutzt und natürlich angegrillt. Ah, da gab es tolle Sachen. Nackensteak, Putensteak, Würstchen und Garnelen gegrillt und so. Es war schon nicht schlecht. Schlecht war, dass das abends ein bisschen schwer im Magen lag und das Einschlafen dann wieder ein bisschen schwer fiel. Also typischer Montag, wenig Schlaf, viel Tour. Heute Abend früh ins Bett. Deswegen will ich ja hoffen, dass ich Schwandorf noch runterkriege. Wie gesagt, dann habe ich noch eine Stunde Zeit, mir in Ruhe einen Parkplatz zu suchen, wo ich mich hinstellen kann. Schön früh Feierabend, 16:30 Uhr. Schön früh ins Bett. Alte Leute brauchen ihren Schlaf, ihr wisst, ne? Naja, wir werden mal gucken. Ich weiß nicht, warum ich so ein komisches Gefühl habe. Ich werde das auch nicht los. Ich werde sehen, wenn ich da bin. Wenn sie mich wieder wegschicken, dann muss ich da halt da vorne auf dem Parkplatz parken oder ich fahre hoch zum Globus oder so. Muss mal gucken. Schön wäre es allerdings nicht. Also normalerweise schaffe ich montags immer Schwandorf oder eigentlich immer an dem Tag, wo ich da hinfahre, aus. Ich habe vorher 3 oder 4 Kunden, dann geht das natürlich nicht. Aber mit einem Kunden ist das eigentlich machbar. Mal schauen, ob wir es machbar machen können. Ja, das war mal fix 4 Reifen Hockenheim. Das heißt, wir haben schon Dienstag. Mein schlechtes Bauchgefühl von gestern hat sich nicht bestätigt. Also ich habe gestern problemlos Schwandorf noch abgeladen. Um 15:45 Uhr war ich da. Ich habe ihn dann auch mal gefragt, bis wann ich denn kommen könnte. Und er hat gesagt, ja, wenn das Auto so voll ist, also mit diesen 18 Collies, solange ich bis 3:45 Uhr da gewesen wäre, wäre das in Ordnung. Schon komisch in der Gegend, dass sie so eine Zeitzone benutzen, also eine Zeitangaben benutzen. Das liegt aber darin, weil der Staplerfahrer aus Thüringen ist. Gebürtig aus Thüringen. Und da sitzt wohl immer noch drin. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich googeln musste, was denn 15:45 Uhr bedeutet. Ich wusste entweder 15:45 Uhr oder 15:45 Uhr. Es heißt 15.15 Uhr. Ich werde das, glaube ich, nie verstehen, warum das denn so genannt wird. Also für mich würde es logischer klingen, wenn 15:45 Uhr
15.45 Uhr wäre, weil es ja noch eine Viertelstunde bis hin ist. Und 3:15 Uhr 15.15 Uhr. Ist aber genau andersrum. Warum? Das weiß ich nicht. Halb so wild. Ja, jetzt, wie gesagt, Hockenheim. 100 Metern bleiben Sie rechts. Hockenheim habe ich schon gemacht. Jetzt fahre ich nach Grumbach in Steinbruch. Aber nicht für Reif. Und zwar habe ich Baustoffe für Grumbach, das ist Natra in Grumbach. Die kriegen 4 Paletten Pflasterfugenmörtel. Er hat mich gefragt, ob ich schon mal da gewesen bin. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, wenn die schon mal Reifen gekriegt haben, bin ich bestimmt schon mal da gewesen. Wenn nicht, dann nicht. Meine Güte, ich bin gerade hier mit den Kaiserslautern. Die Straße auch mal neu machen hier. Ja, schöne Wetter ist auch vorbei. Ne? 2 Tage astreines Wetter gehabt. Am Sonntag 28 Grad bei mir zu Hause. Gestern, bleiben Sie rechts, wo ich in Ahlfeld stehen geblieben bin. Ich bin auf meinem Lieblingsautohof stehen geblieben. Waren es auch 29 Grad und jetzt haben wir 13 Grad und Regen. Natürlich, wenn ich in Steinbruch muss. Ich gleich wieder aussehen, bleiben Bauarbeiter, wenn ich fertig bin. Naja, wir werden mal sehen. Vielleicht muss ich auch nicht so tief da rein. Das muss ja für ihn eine Baustelle da in diesem Verein sein. Ich sollte eine Stunde vorher anrufen, habe ich gemacht. Er hat gesagt, die sind da. Ich soll man kommen. Dann kommen wir mal. So Leute, Nahverkehrsmittwoch. Ist ein bisschen laut, ich stehe direkt an der Autobahn. Das ist die A3 Richtung Frankfurt. Ist klar, Nahverkehr, ne? Morgen Feiertag, wo sollte es denn heute auch hingehen? Ich habe es gestern noch zum Platz zurück geschafft, ganz knapp mit einer 10er Lenkzeit. Ja, was soll ich sagen? Mein Lieblingsauflieger. Aber ist ja nur für heute. Ja, A3 Richtung Frankfurt. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, mal wieder nach Neuwied zu fahren. Und da mal wieder Schrott abzuholen. Ich hoffe nur, es läuft heute besser wie letzte Woche. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich letzte Woche da war. Freitag? Ja, letzte Woche Freitag war ich da. Angekündigt waren 3 Auflieger. Ich hole heute den 5. Also Ralf war 3-mal da, ich war 1-mal da. Und heute fahre ich da nochmal hin. Und so wie es aussieht, wird das heute auch nicht der Rest sein. Wird wohl noch ein Auflieger hinfahren müssen. Ansonsten wird es heute dauern. Wenn ich wirklich die Reste abhole, dann packen die wirklich den letzten Rest da drauf. Ich hoffe nur, die haben heute mal ein bisschen was anderes wie letzte Woche Freitag. Letzte Woche Freitag war das ja mit diesen Förderbändern da oder mit diesen Rollbändern. Nicht Förderbändern, Rollbändern und diesen Rahmen. Das war ja so ein bisschen katastrophal geladen. Aber als ich da war, hatten wir den ganzen Platz voll mit Stahlträger liegen. Also die lade ich auf jeden Fall lieber als wie diese komischen Rollbänder. Ja, 2 Kunden vorher gehabt, ne? Bonn und Siegburg. Beides Baustoffkunden, hat wunderbar funktioniert, obwohl der in Bonn eigentlich erst um 9 Uhr aufmacht. Ich bin da um kurz nach 8 bin ich da gewesen. Ich hatte aber nur 2 Paletten für den. Er hat gesagt, wenn du da reinpasst in die Halle, weil die Kundschaft hatten, dann fahr da rein, dann laden wir dich schnell ab, ansonsten musst du warten. Natürlich hat das gepasst, sonst hätte ich es passend gemacht. Jetzt brauche ich noch. Wie lange brauche ich noch? Na, gute 25 Minuten bis nach Neuwied. Und dann wollen wir mal schauen, wie es da so abläuft. Ich lasse euch da mal teilhaben.
Spaß beim Navigieren. Lauf, lauf, lauf. Na, der Haken. Warte mal. Rechts. Ja. Der muss sich nicht bandig nach vorne. Nein, der kann doch nicht hinten. Rechts vorne. Legen wir gleich an, fahr da mal ein bisschen raus und dann noch mal weiter rein. So, mehr geht nicht. Also ich hätte hier jetzt noch so ein kleines Loch, aber das wird es ja nicht bringen. Die Gurte alle festmachen, Montag kommt noch einer und holt den Rest hier ab. Das sind noch so ein paar Trägerchen, ein paar Rahmen, aber das hätte ich nicht mehr draufpacken können. Wohin noch? Gewichtsmäßig bin ich jetzt ausgelastet. Platzmäßig auch. Ich habe auch keine Lust mehr. So. So, noch abgurten und dann Abfahrt. Wieder Zeit. So, geschafft. Ich bin zurück am Platz. Und ich habe Feierabend. Ja, 2,5 Stunden geladen, gute 35 Minuten entladen. Aber Ingo ist ja immer fix. Der war nur wieder nicht so begeistert von dem ganzen Kram, der da kam. Weil eigentlich können die das gar nicht gebrauchen. Wir transportieren das von Neuwied nach Dortmund, um das zu verschrotten. Da wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, einen großen Schrottcontainer hinzustellen, das da zu zerschneiden und da dann zu entsorgen. Aber naja, wir entscheiden das ja nicht. Das entscheiden die anderen. Ja, Freitag kein Bodentag. Leider, leider. Aber ich habe es mir schon gedacht. Obwohl ich hätte ihn eigentlich, also eigentlich, gut gebrauchen können, weil ich mir mal eigentlich ein Parkticket für mein Auto holen muss. Jetzt habe ich ein anderes Auto und ich kriege ständig bei mir vor meiner Haustür auf meinem eigenen Parkplatz, also auf meinem Anwohnerparkplatz, Strafzettel, weil man bei uns ins Rathaus nicht reinkommt, weil man da ohne Termin nichts machen kann. So, jetzt bin ich Fernfahrer. Wie soll ich denn Termin machen? Ja, jetzt wollten wir es natürlich ganz geschickt machen. Jetzt, ich habe Freitag ein bisschen Hofdienst hier, sagt mein Chef zu mir, komm, dann kommst du erst um 9 oder um 9:30, fahr vorher zum Rathaus. Ich gebe dir hier so einen Ausdruck mit. Ich brauche ja eine Bestätigung, weil das Auto ist ja auf meine Firma angemeldet und so. Und ich gebe dir eine Bestätigung mit, damit du da dieses Parkticket kriegst. Vielleicht kommst du ja so an. Wenn du sagst, hier, ich bin Fernfahrer, ich habe sonst keine Möglichkeit, Termin zu machen und so, bitte mach mir doch mal eben schön das Parkticket fertig. Hätte ich ja schön und gut machen können, wenn die nicht Brückentag hätten. Die haben frei, ich nicht. Naja, jetzt müssen wir es auf irgendeinen anderen Tag verschieben. Jetzt kommen nur natürlich der Freitag und der Samstag. Da muss ich mein Auto wieder irgendwo verstecken, damit ich nicht einen Strafzettel vor meiner eigenen Haustür kriege. Das Parkticket kostet fürs Jahr 40 Euro. Und also dieser Sticker, den ich fürs Fenster brauche, kostet im Jahr 40 Euro. Und die Tickets, die Zettelpuppe da verteilt, die kosten 10er jedes Mal. Ich habe jetzt schon 5 Stück gekriegt. Eigentlich habe ich das Parkticket schon raus. Normalerweise dürfte ich ja den Rest des Jahres jetzt umsonst parken. Aber ist ja nicht. Naja, da macht man nichts. Dann sollen sie ihren Brückentag genießen. Ich genieße jetzt meinen Feierabend und gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen früh wieder. So, Freitag ist, Nachvatertag ist, aber mir geht's gut. War gestern auch nicht so wild. Gestern eine kleine Runde mit meinem Kumpel gedreht, Vatertagsrunde gemacht und ich war, glaube ich, schon um 8 Uhr im Bett oder so. Also ich weiß das nicht so ganz genau, also ich glaube 8 Uhr war es, wo ich im Bett war. Deswegen bin ich gut ausgeschlafen jetzt. Ja. Easy peasy heute, ganz ruhig, ganz locker. Also wir haben jetzt 7:30. Ich habe jetzt mal Frühstück geholt, das tue ich mir jetzt erstmal rein und dann fahre ich gleich nach Gelsenkirchen. Und das hat dem Dortmund gestern gewundert. Immer gefährlich mit Dortmunder Kennzeichen und so. da lade ich einen Auflieger vor für Timing für Montag. Der ist aber nicht für mich. Für mich ist vorgeladen eigentlich schon. Eigentlich könnte ich wieder nach Hause. Ich habe geladen. Also ein anderer hat für mich geladen. Und zwar hier vorne auf den Koffer. Da ist meine erste Tour für Montag drauf. Also Montag, ganz komisch. Das ist Montag erster Stelle nach Belgien.
Da sind 22 IBCs drauf, die muss ich da entladen, dann zurück. Dann nehme ich meinen Auflieger, der steht da, der wird aber Montag erst geladen. Und dann geht es Richtung Süden runter. Pleidelsheim, Schwandorf und dann hoch in den Osten. Mal gucken, wie lange wir Belgien hin und zurück brauchen. Dann kann ich noch eine Stunde oder zwei vielleicht in Richtung Süden fahren. Ja, dann geht's richtig los. Aber heute erstmal nur Gelsenkirchen und Hofdienst. Aber erst Frühstück. Zweite, einen Auflieger habe ich voll gemacht in Gelsenkirchen, in der verbotenen Stadt so. Den habe ich auf den Platz gestellt und jetzt habe ich den zweiten Auflieger voll gemacht mit Baustoffen. Wie man hört und sieht, mit unserem Hofhund. Ne? Ich hätte oben satteln können, aber hatte ich keine Lust drauf. Macht ja auch mal Spaß, den zu fahren. Ja, es ist ja nicht so. Solange es hier nur um die Ecken ist, ist das alles kein Problem. Ja, jetzt haben wir keine Auflieger mehr. Der Koffer ist ja voll mit meinem Belgien-Kram für Montag. Den Silbernen habe ich voll gemacht, Grübelweiß habe ich voll gemacht. Jetzt ist nur noch... ein Auflieger da, also KBW. Aber der kommt schon wieder. Und der muss frei bleiben für Montag. Nämlich während ich nach Belgien fahre, fährt Christian meinen Auflieger vorladen für Süddeutschland. Deswegen können wir den nicht nehmen. Wir können ihn maximal fürs Vorladen nehmen, also ein bisschen ranholen und dann wieder abladen. Aber für alles andere ist er nicht brauchbar. Das heißt, dass ich mit Sicherheit gleich drei Achser oder hier so ein 12-Tonner fahren muss. Weil wir haben nicht noch recht früh, wir haben 20 vor 12. Eigentlich würde ich ja ganz gerne schon wieder nach Hause. Aber das kann ich mir eigentlich, glaube ich, auch von der Nase putzen. Naja, ist so schlimm. Ist ja Freitag. Fahren heute auch nur Halbgang. Da wird das nicht so wild werden heute mehr. Wir gucken mal. Erstmal den Hobel jetzt hier wieder abstellen. Ich bin froh, wenn ich wieder raus bin. So. Im Auto. Das heißt, ich habe Feierabend. Endlich. Obwohl wir haben 16.30 Uhr. Also es ist noch recht früh für einen Freitag. Ich wäre auch sogar noch ein bisschen eher weggekommen, aber ein bisschen gequatscht und so. Obwohl sich der Tag gezogen hat wie so ein Kaugummi. Ne? Also es war ja nicht viel zu tun. Heute Morgen Gelsenkirchen, dann da kurz einmal in Sakrieg geladen oder bei Sakrieg geladen. Ja, und seitdem auf dem Platz rumgepimmelt. Ne? Also war hier so ein bisschen geladen und da mal so ein bisschen geladen und dann war wieder nichts zu tun. Dann mussten wir gerade, als wir dann so langsam alle reinkamen, einmal kurz LKW-Lego spielen.
Und zwar mussten wir nämlich alle einmal umsatteln. Also es hatte wirklich keinen richtigen Sattel drauf. Deswegen haben wir alles einmal abgesattelt und neu wieder aufgesattelt. Einmal durchsortiert. Ich habe noch meinen zweiten Auflieger so ein bisschen aufgeräumt, damit Christian da vernünftig Platz hat, den zu beladen und so. Und ja, mein erster Auflieger war ja schon geladen. 18 IBCs für Belgien drauf. Die bringe ich Montagmorgen als erstes weg und dann zurück und dann noch so weit, wie es geht, bis zum Schwanenwurf. Das wäre es dann gewesen für diese Woche. Video ist, glaube ich, ein bisschen kürzer wie sonst, aber die Woche war ja auch kürzer wie sonst. Aber ich glaube, es gab einiges zu sehen. Naja, ihr kennt das Spiel, ne? Abonnieren und kommentieren natürlich nicht vergessen. Immer schön Trekkaholiker bleiben. Und nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt Trekkaholik Germany. Die Fernfahrer-Doku. Ich sage bis dahin, bye. Bye.